So, meine Lieben, es wird mal wieder Zeit für ein anderes Unboxing. Ich habe hier den DHL-Lieferschein von dem Buchshop-Paket von dem letzten. Knapp 600 Euro hat der ganze Spaß gekostet. Das war echt ein großer Einkauf. Natürlich machen wir jetzt das zur Tradition, weil euch das letztes Mal so gut gefallen hat, dass ich das Paket hole. Wir machen es gemeinsam auf und wir schauen uns an, was drinnen ist und was für ein Teil zu welchem Projekt dazugehört. Also viel Spaß beim Zuschauen, los geht's. Kleiner als ich erwartet habe. Das Beste an diesen Unboxings ist nämlich immer, ich vergesse innerhalb von kürzester Zeit selber, was ich eigentlich bestellt habe. Und es ist nicht nur für euch eine Überraschung, was da drinnen ist, sondern für mich auch. Okay, ich mache mir ein bisschen Sorgen um das Ding, weil es hört sich so an, als wenn hier drinnen alles ein bisschen lose wäre. Es hat auch ein paar ordentliche Schläge abbekommen. Aber bis heute ist es so, dass noch nie eins von meinen Buchshop-Paketen irgendeinen Schaden bekommen hat. Sehr schön, wir haben für unsere Bestellung mal wieder Sticker mitbekommen. Die Dinger sind immer willkommen. Hier nochmal die Rechnung, 606 Euro. Unfassbar. Und das ist wirklich so das, was ich brauche, um meine Fahrzeuge am Laufen zu halten. Das erste Mal, logischerweise Zweitaktöl, sehr wichtig. Wir haben hier eine wilde Variation von Simmerringen, Hauptlagern, alles was dazugehört. Hier sind noch ein Satz Simmerringe. Das sind für Einganggangautomatik, es sind auch welche für Viergang-Fußschaltermotoren drinnen. Hier haben wir den Silikonschlauch, die mag ich, weil die werden nicht so schnell hart. Die sind sehr dehnbar und kann man auch öfters verwenden. Natürlich auch die rote Motorsilikonpaste, sonst würde ich noch mehr Geld für Dichtungen ausgeben. Benzinresistent und macht auch die größten Kratzer in Dichtoberflächen wieder dicht. Natürlich auch Benzinfilter. Die meisten alten Puchmofas haben Metalltanks, da ist Rost immer ein Problem. NGK Kerzenschuh, Auspuffdichtungen und Fußdichtungen sowie Büchsen für Kupplungskäfige. Dann haben wir hier einen DS50 Anschluss, das wird unser 17 mm Vergaser Anschluss für unsere X50-4. Da habe ich mir Peters X50-4 als Beispiel genommen, das geht sehr geil auf der Seite bei der Seitenverkleidung raus. 17 mm Ansaugstutzen für weitere Viergangprojekte. Ich habe einfach immer gerne einen von denen auf Reserve, weil die sehr universal sind, die kann man für viele verschiedene Sachen verwenden. Hier haben wir einen neuen Kolben, Größe von der Schachtel zu Urteil würde ich sagen, der ist für unseren 60 Kubikzentimeter gebläsegekühlten Zylinder. Der Kratzer ist nicht so wirklich weit oben im Arbeitshub drinnen, dass der Zylinder komplett kaputt ist, deswegen habe ich mir gedacht, ich bestelle mir einen Kolben dafür. Das ist ein 40 mm Kolben, der gute Kolben für über 10 Euro, weil ich vertraue keinem Kolben, der unter 10 Euro kostet. Standard Parts, was haben wir hier Schönes? Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich bin ja an und für sich mit Delorto sehr zufrieden, auch wenn er seine Macken hat, das wissen wir ja alle. Aber dieses Mal habe ich einen Nachbau Delorto bestellt. Und zwar einen von Standard Parts, wie wir hier jetzt mal ganz am Anfang sehen können. Dieses Ding schaut dem Original wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich weiß zwar nicht, wie die immer noch damit durchkommen, dass sie Replika bauen, ohne dass sie irgendein Problem bekommen, aber das ist ein 19,5er, Gussqualität ist so lala. Ich sehe hier viele nicht entgratete Stellen. Aber hey, wir müssen den Dingern auch mal eine Chance geben, ob sie wirklich so schlecht sind, wie ihnen nachgesagt werden. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil die Leute ist einfach schwierig zum Einstellen und die Leute fluchen gerne auf Sachen, die sie nicht verstehen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, da freue ich mich schon drauf. Das ist das 19er Ansaugset. Da kommt dann übrigens auch der Vergaser drauf. Für den Polini 65 Kubikzentimeter Zylinder. Hier sieht man es eh, Polini. Das wird auf die Minimaxi draufkommen, sobald wir einen Weg gefunden haben, dass wir das Beinschild nicht zerschneiden müssen, wenn wir den Ansaugstutzen drauf geben. Unten sehen wir gleich noch mehr Zweitaktöl. Da habe ich gleich mal einen ganzen Schwung genommen. Hier haben wir einen 70 Kubikzentimeter Kopf. Altes Modell, der kommt auf jeden Fall schon einmal auf unsere Christmas Special Maxi drauf. Genauso wie diese Swing Kurbelwelle. Swing steht ja angeblich laut allen Schweizern absolut für Qualität. Es ist keine Big End Welle, aber ich bin sehr gespannt, wie die von den Messtoleranzen her sein wird, wie die Lager drauf gehen werden, wie sie sich im Motor halten wird. Sehr nice Kurbelwelle. Ich freue mich auf die. Hatte noch nie ein Produkt mit dem Swing Logo in der Hand original verpackt. Ich glaube nur Peters Seilzugstarter auf der Magnum. Hier haben wir, schätze ich mal, einen 17er Nachbauvergaser. Jawohl, 17er Nachbauvergaser. Halte ich mir mittlerweile auch schon auf Reserve, weil diese Dinger einfach so spottbillig sind
und wirklich dafür, wie günstig sie sind, liefern sie Leistung ab. Der wird höchstwahrscheinlich auf unsere X50-4 draufkommen. Und hier haben wir jetzt unseren großen Star, den ich auch noch nie getestet habe, nämlich einen Athena-Zylinder und zwar keinen membrangetreuerten. Das ist ein Athena. Oh mein Gott, darf ich hier kurz mal ein Wort an die Verpackung richten? Das ist ja ein traumhaftes Erlebnis, den aufzumachen. Sogar mit hier Luftpolsterfolie, Stehbolzen in einem eigenen Sackerl. Der Kolben ist in einer eigenen Schachtel drinnen. Das gefällt mir sehr gut, weil ich habe schon oft gehabt, dass die Kolbenringe einfach kaputt gegangen sind, weil sie mit dem Zylinder einfach in die Schachtel reingeworfen worden sind. Und hier haben wir jetzt auch noch natürlich alle dazugehörigen Dichtungen. Mehrschichtige Zylinderkopfdichtung, sehr schön. Was eine grüne Auspuffdichtung sein soll, da bin ich sehr gespannt, ob die von der Qualität her dementsprechend sein wird. Aber wir schauen uns jetzt natürlich auch noch das Interessanteste an, nämlich den Zylinder selber. Und der ist vom Überströmer her wirklich sehr ähnlich dem AJH. Auch von den Schlitzen ist er sehr ähnlich dem AJH. Natürlich hat er oben einen normalen Ansaugflansch. Also das hier ist der große Unterschied zum AJH. Nicht membrangesteuert und ein normal großer Ansaugflansch. Und ich habe von dem Zylinder auch nicht wirklich viel gehört. Also die Leute fragen mich immer nach exklusiven Sachen, wie zum Beispiel dem Metra-Kit oder dem Polini oder was weiß ich was. Und über den AJH habe ich noch nicht wirklich viel gehört. Und der wird definitiv meine Aufmerksamkeit in dem Video bekommen, damit wir dann am Ende auch alle wissen, wie die Performance von dem ist. Und sonst habe ich nur noch ein bisschen auf Reserve Zweitaktöl gekauft, weil Zweitaktöl ist in Österreich verdammt teuer und deswegen kaufe ich es immer beim Puchshop. Und leider Gottes war es das auch schon. Wie gesagt, ziemlich kleine Box, ziemlich viele Sachen drinnen. Und sage und schreibe 600 Euro für diese Lieferung. Also ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Der Großteil von unserer Aufmerksamkeit geht auf die Campo Volo graue Puch Maxi von Christmas Special drauf, weil der Motor wirklich einmal komplett neu gemacht werden muss. Ich muss auch noch ein Getriebe dafür finden, weil das Getriebe ist auch komplett kaputt. Aber wie gesagt, mir sehr wichtig, diese Unboxings sind für mich so ein Ding. Vielleicht geht es euch wirklich nur um die Trümmer, die da drinnen sind, aber schreibt mir bitte in die Kommentare, ob euch das gefällt. Und ich werde dann dementsprechend Videos halt eben anpassen. Ja, ich hoffe immer, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber basteln und bis zum nächsten Mal.